Leute, was geht ab, mein Junge? Nee, ich pack keine Weihnachtsgeschenke. Oder nicht direkt. Das ist ein kleines Geschenk. Geschenk für einen Zuschauer. Und zwar mache ich ja jeden Max on Monday, oder beinahe jeden, auch noch so eine Box auf. Und letzte Woche, erstmal Euda, was geht ab, Leute, Hunger? Letzte Woche hat mich ein Zuschauer angeschrieben. Der ist ein Fan von Overwatch und da war ein Artikel in der Box von Overwatch. Da meinte er zu mir, hey Junge, ich bin auf die Webseite gegangen und habe den Artikel nicht gefunden. Offensichtlich, weil die verkaufen die Artikel nicht einzeln. Die verkaufen ja nur die Boxen jeden Monat. Da habe ich ihm geschrieben, hey Digga, weißt du was, kannst du geschenkt haben. Weil bei mir wird es eh erstmal nur irgendwo rumliegen. Wenn du Fan bist und extra danach suchst, kann ich es dir schicken. Dann habe ich gesagt, wenn du den Versand übernimmst, kannst du es gerne haben. Hat er mir dann überwiesen und deswegen schicken wir das jetzt hier los. Grüße gehen raus an den Kollegen Finn. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zur Post und danach gehen wir los. Die Post war zu voll. Ich bin nicht hingegangen. Jetzt muss ich den ganzen Tag mit diesem Päckchen rumlaufen. Leidend. Da bin ich wieder, nach einer gewissen Zeit. Ist eigentlich nichts los. Wir warten auf einen krassen Topspawn. Machen natürlich hier und da Arenen. Versuche jetzt während der Winterzeit, ich sag Winter, weil es ist eigentlich gar nicht Winter, Mann. Es ist überhaupt nicht kalt. Kein Schnee, kein gar nichts. Aber ja, die Arenen halten ein bisschen länger. Deswegen versuche ich da auf jeden Fall nochmal reinzuhauen und täglich meine 20 Arenen voll zu machen. Und ja, so 14, 15 halten jede Nacht und dann fallen nochmal so 5 während des Tages. Also für mich als Gelber und Innenstadt München und sowas ist es eigentlich schon sehr stark. Weil ich weiß noch im Sommer, wenn ich Arenen gemacht habe, ich habe mich umgedreht und die waren schon weg. Also die 20 Arenen, die ich immer gemacht habe während des Tages, die haben nie die Nacht gehalten. Also bis 24 Uhr, also bis vor 24 Uhr waren schon alle wieder weg. Deswegen, jetzt momentan lohnt es sich halt schon sehr, sehr stark. Ich nehme mal schnell ein, nicht nur ein, sogar zwei Alola Reis schon mit, direkt nebeneinander. Wir müssen nur noch gewinnen. Schauen wir doch mal, ob wir endlich mal einen 100er bekommen. Oder Shiny. Aber lieber 100er natürlich. Natürlich. Ich habe 16 Gold, nicht Gold, leider nicht, 16 Arenen gehabt. Wetterboost, keine Ahnung. Das heißt, ich kann noch 4 Plätze füllen. Nicht shiny. Und der zweite? Der erste war richtig, richtig schlecht. Schauen wir doch mal. Sonst ist leider nichts reingekommen. Ich habe noch einen Ass im Ärmel, was krass ist, was ich euch vielleicht später zeige, wenn nichts krasses passiert. Jetzt schauen wir erstmal hier, vielleicht passiert hier was krasses. Nee, leider nicht. Es hat angefangen zu regnen, Leute. Wir waren schon zu Hause, haben gegessen, dies, das. Fragt euch auch bestimmt, wo ich das Paket die ganze Zeit gehabt. Hier hinten in meiner Kapuze. Oh mein Gott. Wir mussten noch mal raus, denn ein weibliches 100er Burmi Grün ist gespawnt. Ist nicht so weit weg, also easy 15 Minuten oder so. Und ist über eine halbe Stunde da, also gechillt. Und da fehlt nur noch der Rosa, ne? Den wir am ersten Abend leider verpasst haben. Sonst hätten wir leider alle. Oh Mann, ich hoffe, der kommt noch dieses Event. Das muss er sein. Schau du nach, ich kann nicht. Passt? Wir müssen uns beeilen, weil Wetter. Man weiß ja nicht, in einer Minute vielleicht ändert sich das Wetter. Und der Kleine hat da kein 100 mehr. Warum erste Nacht? Warum?
Da ist er 100, saftig und weiblich. Doppelsaftig. Ja. Jetzt lasse ich mich auf meinen Kleinen. Oh, das ist kein Prozentzeichen. Das ist immer noch kein Prozentzeichen. Oh mein Gott, Regen. Jetzt sind wir fertig. Ab nach Hause, Alter. Jo, was geht, Leute? Noch ein kleines Highlight gestern abgestaubt. Zumindest ein Highlight für mich. Jetzt fehlt mir nur noch der große, ne? Aber abgesehen von diesen täglichen 100er, den ich irgendwie gerade noch so erwische. Also erstmal, Leute, nicht vergessen. Man muss den halt erstmal erwischen. Jetzt die letzten paar Male hatte ich Glück, dass die relativ nah dran sind. Aber das ist natürlich immer eine Herausforderung, den überhaupt zu erwischen. Viele schaffen das natürlich nicht mal. Also nicht so tun als, oh, der taucht auf der Map auf. Das ist garantiert auf magische Weise in deinem Beutel. Nee, den musst du erstmal erwischen. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, was los ist momentan. Irgendwie ist echt schwer zu erklären. Aber irgendwie ist das Spiel gerade nicht so spannend, nicht so hyped, oder? Oder stelle ich mir das nur vor, oder liegt das an meiner eigenen Winterdepression, die ich ja momentan durchlaufe? Ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass Niantic schuld ist, dass momentan irgendwie gerade nichts los ist. Und es liegt auch nicht unbedingt am Winter und am Wetter, weil, Alter, für Winter, für Dezember, ist einfach krass gutes Wetter. Kein Schnee, nicht kalt eigentlich, kein Regen, zumindest hier in München. Also am Wetter an sich liegt es eigentlich auch nicht, weil letztes Jahr Winter, du konntest natürlich nicht mehr spielen, weil es zu kalt war, zu eisig, alles voller Schnee. Aber jetzt, Alter, ich schaue raus, es sieht aus wie Juli. Aber trotzdem geht irgendwie momentan nichts. Raids kommen nicht zustande, die Gruppen sind relativ ruhig und still. Auch unsere Raid-Gruppe zum Beispiel, die Truppe, kaum noch jemand ist da aktiv. Zum Beispiel bei meinem Kleinen, ich add ja eigentlich euch immer. Und echt krass, dass immer noch Leute den Code finden und den Kleinen adden. 50, sagen wir 60-70% der Leute sind inaktiv, schicken keine Geschenke mehr. Mittendrin, einfach aufgehört zu schicken, ungefähr 40 Leute, einen Tag vor beste Freunde. Und die haben ein Geschenk von mir, aber öffnen seit 1-2 Monaten nicht. Und in letzter Zeit habe ich echt eine Menge aussortiert und der Kleine ist jetzt nur noch bei 140 Freunden oder so. Weil so viele einfach nicht mehr spielen. Auch ich, bei meinem Main-Account habe ich jetzt 3-4 Leute aussortiert, die nicht mehr aktiv sind, leider. Beste Freunde, die jetzt einfach weg sind. Und auch viele, die jetzt nur noch irgendwie so jeden zweiten Tag öffnen und so. Ja, momentan ist tote Hose eigentlich. Ihr könnt gerne unten in den Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Habt ihr auch dieses Gefühl? Ist bei euch auch irgendwie so die Luft raus? Und das nicht unbedingt, wie gesagt, weil Niantic irgendwas falsch macht. Ich meine, die hauen ja Event nach Event raus und neue Legendär gekommen und dies, das. Rocket, Spezialforschung, Giovanni. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist momentan die Luft komplett raus. Viele Klasse-Spieler, die nicht mehr klasse sind, die einen Gang runterschrauben oder ganz aufgehört haben. Also, weiß nicht. Auch ich habe gestern nichts gemacht. Ich habe ein paar Regen gemacht. Also, ein paar 20. Natürlich Geschenke gesammelt und dann, ja, das war's. Abgesehen von dem 100er der Ganker. Ich habe nicht wirklich Bock auf Farmen, auch wenn die Module eine Stunde laufen. Abgesehen davon, weiß nicht. Was soll man denn machen? Damit beschäftige ich mich momentan. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen soll. Den ganzen Tag mit dem Spiel. Also schon, was ich mit meinem Leben machen soll, aber im Spiel. Wenn ich jetzt rausgehe, was soll ich denn überhaupt machen? Ich versuche irgendwas zu finden, um mich zu beschäftigen, aber das war's auch schon. Es gibt nicht wirklich gerade momentan einen Anreiz. Irgendwas fehlt bei mir. Und bei vielen wahrscheinlich auch anscheinend, weil irgendwie läuft ja nicht. Es soll kein trauriges Video werden und es soll auch nicht irgendwie Richtung Aufhören oder so gehen. Ich werde das Spiel immer noch zocken, mir macht es an sich immer noch Spaß. Nur momentan ist einfach Flaute. Keine Ahnung, was man daran ändern kann. Keine Ahnung, was Niantic daran ändern kann, aber ja, Samstag, Sonntag ist jetzt Super C-Day und so. Da wird natürlich ein bisschen abgegangen, aber weiß nicht, auch darauf bin ich nicht wirklich geil. Ich habe jedes Seeded-Pokémon natürlich, weil ich habe jeden Seeded mitgemacht. Noch mehr von den Sachen, die ich bereits genug habe, brauche ich nicht wirklich. Bonbons brauche ich nicht wirklich. Das Einzige, was ich brauche, ist natürlich ein 100er Knackleon und ein 100er Kidwurm. Wenn die kommen, freue ich mich. Wenn nicht, dann kommen sie halt nicht. Dann fange ich so viele, wie es geht und versuche mir da einen Lucky 100er zu ertauschen. Aber die Chance darauf ist natürlich sowas von gering. Aber selbst der Seeday oder die Seeday sind ja mehrere, hype mich nicht wirklich. Morgen ist Raid-Stunde. Da gehen endlich mal wieder ein paar Raids zustande, weil momentan ist ja gar nichts da los. Ein paar Regigigas X-Rays werden auch mitgenommen, aber auch da nicht wirklich der Hype da. Shit, Leute, was machen wir, Mann? Die Luft ist sowas von draußen. Wie können wir die Luft wieder reinpumpen? Schwierig momentan.
Eieieiei. Das war's von mir, Leute. Schauen wir mal, was wir heute so machen. Oder allgemein die nächsten paar Tage. Was ist da los, Mann? Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Noch.